Da scheiterten ganz viele da vorne drin in der Spitze. Angefangen von McInally über Valencia bis hin zu Kostadinov und Jonky Papeng, der auch noch. Und jetzt also Giovane Elber. Er fing an mit einem ganz tollen Elan, doch nach neun Spieltagen scheint die Freude am Spiel so ein bisschen dahin zu sein. Eine Grafik wird Ihnen das bestätigen. Giovane Elber hat nur 5 Torschüsse in den letzten 10 Spielen abgegeben. Das ist eigentlich abenteuerlich wenig. Und er hat ja auch schon mal angedeutet, dass er da vorne in der Spitze zu wenig angespielt wird. Da scheint ihm also so ein genialer Spielmacher zu fehlen, wie Balakow zu guten, erfolgreichen Zeiten in Stuttgart. Und schon fragen sich die Ersten, ob Giovane Elber beim FC Bayern München im Strafraum nicht vereinsamt. Heute konnte er das Gegenteil beweisen beim VfL Bochum. Markus Höhner über das Spiel. Wie läuft's heute für Giovane? Wer füttert ihn mit Bällen? Einen Spielmacher à la Balakow haben sie nun mal nicht. Brauchen sie auch nicht, sagte zumindest Manager Hoeneß. Da wären doch genug Kreative. Er zum Beispiel dynamisch zurück auf der rechten Außenbahn. Mario Basler von Beginn an dabei. Scholl nur auf der Bank. Fink rutschte für Strunz ins Team. Hinein ins Vergnügen. 5 Punkte Rückstand sind seit gestern auf den FCK. Die Bayern müssen nachlegen in den dunklen Trikots im ausverkauften Ruhrstadion gegen die Europacup-gestärkten Bochumer. Der erste Angriff der Gäste, Christian Nerlinger auf Elber. Da hat er ihn weiter auf Nerlinger. Der war ihm etwas weggesprungen. 9. Minute, gleich ging es nach vorne. Seit 10 Spielen sind sie auswärts ungeschlagen. Ganz Bochum hofft auf den Euroschub in der Bundesliga. Was gäbe das erst für ein Selbstvertrauen, ein Sieg gegen die Bayern? Peter Pesche, Norbert Hofmann. Hofmann auf Dickhaut, frei und nicht im Abseits, aber Olli Kahn. Zu lang gezögert hatte Mirko Dickhaut, er hatte die Führung auf dem Schlapp. Die Anfangsphase, es ging munter hin und her. Bochum ließ sich erst gar nicht hinten reinbringen. Und Toppmöller hatte sich wieder mal was einfallen lassen, nämlich vorne im Sturm. Peter Kötzle saß nur auf der Bank, stattdessen rein mit dem jungen Gülün-Olu. Das ist Juran. Hier, auf Reis. Reis. Und da war er, Nesat Gülün-Olu. Zum ersten Mal in dieser Saison ließ Toppmöller ihn von Beginn an spielen. Was hat der für ein Händchen? 17. Minute, schon hatte er getroffen. Kein Abseits im Moment von Jurans Abspiel auf Reis. 3 Bayern verpassen und dann ist er da und dann ist er drin. Ein Fehlpass von Mario Basler. Hier leitete den Treffer ein und dann Hoffmann, Juran, wieder Hoffmann, danach Juran auf Reis und Gülün-Olu in diesem Falle der 1-2-3 lachende Vierte. 12 Jahre ist er her, der letzte Heimsieg des VfL gegen die Bayern reißt heute hier diese Serie. Nun drehte auch der Trabzonspor-Experte wieder auf Peter Peschel in seinem 100. Bundesligaspiel. Da ist er, Peschel. Auf Gülün-Olu. Da war er wieder unbekümmert draufgehalten. Der Junge macht Spaß. 20. Minute, fast sein zweites Ding. Ja, wo bleiben sie, die Bayern? Zentral hinter den Spitzen heute übrigens gar keiner. Dezente Vorstöße von Fink und Hamann. Aber die Lücke zwischen Mittelfeld und Angriff bislang viel zu groß. Basler oft als Ballträger wie hier. Immerhin, er holte eine Ecke raus, die er auch gleich direkt selber treten wird. Baslers Ecke und da kommt Fink genau auf den Mann, die bislang beste Chance der Bayern. Giovanni Trapattoni, der Chef, war außer sich, na klar, der musste drin sein, ganz frei aus der Entfernung. Die Bayern bislang recht ideenlos, die Spitzen Elber und Janker völlig abgemeldet. Das ist Didi Hamann in die Nationalmannschaft berufen. Elber auf Basler. Basler. Mensch, Meier, Mario macht's möglich. Ausgleich 1-1, 24. Minute mit roher Gewalt mitten rein ins Bochumer Hochgefühl. Und es war kein Zufall, dass ausgerechnet er traf. Da war zwar der Fehlpass vor dem 1-0, aber Basler ab der ersten Minute der Hansdampf der Bayern.
nicht unhaltbar, aber schwer haltbar, weil der Ball noch vorher aufsetzte. Mario Basler, der Ausgleich. Und wie er es gemacht hatte, Schuss angetäuscht mit rechts, Reis verladen und mit dem schwächeren Linken per Aufsetzer rein damit. Dem Jubel der Bayern folgte die Schrecksekunde. Giovane Elber ohne Torschuss ging er vom Platz. Die Diagnose Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Für ihn kam Mehmet Scholl, der ging nicht direkt in die Spitze, sondern spielte fortan hängend hinter Janka. Das ist Alfons Berg, der bislang gute Leiter der Partie. Freistoß für den VfL Bochum. Peter Peschel. Und das war ganz schön knapp, wie wir gleich sehen werden. Dank Olli Kahns Reflex blieb es beim 1:1. Ein ganz fieses Ding, denn Thomas Helmer hatte vorne am 5-Meter-Raum abgefälscht und Kahn gerade noch mit rechts gerettet. Kahns Kollege Uwe Gospodarek, also andere Seite, Freistoß bei Jan Basler. Was für ein Ding, 1:2, 34. Kufur wollte feiern. Mario, du schreib mich nicht so an. Wir schreiben den Treffer Basler gut, aber die Hälfte geht auf Janka. Gut für die Bayern, dass er sich nicht schnell genug duckte. Abgefälscht und dadurch unhaltbar für Uwe Gospodarek, auch wenn er ihn fast noch bekommen hätte. Die Bayern beherrschten jetzt das Spiel und immer wieder Basler über 40 Meter zu Nährlinger. Nährlinger auf Janka. Carsten Janka, ein traumhafter Spielzug, der eine Krönung verdient gehabt hätte. Diese Szene kurz vor der Pause und wir schauen auf Giovanni Trapattoni. Er war stinkesauer, denn er wusste, ein 3:1 vor der Pause wäre wichtig gewesen. Sowas geht an ihm hoch. 1:2 zur Pause. Top Möllers Gruppe mit 1:2 in Rückstand und Mario Basler hatten sie es zu verdanken. Er weckte seine Truppe auf und schoss beide Tore. Und noch ein Grund, die Bayern, sonst bestreiten sie in der Liga die wenigsten Zweikämpfe. Sie sehen es hier, bissen heute richtig zu. Sie waren die klar zweikampfstärkere Mannschaft. Die zweite Hälfte gegen kein anderes Team kassierte der VfL mehr Gegentore und Niederlagen als hier zu Hause gegen die Bayern. Kommen die Bochumer nochmal zurück ins Spiel. Juran, Sergej Juran, schön gemacht, aber leider war da keiner. Nanu, Wechsel bei den Bayern, langt die Luft doch nicht länger. 55. Minute, Mario Basler unverletzt ging er raus und Alexander Zickler kam für ihn ins Spiel. Mehmet Scholl, alles bereit zum Freistoß für den FC Bayern, aber schießen wird nicht Scholl, sondern der Mann mit der linken Klebe, Michael Tarnat. Tarnat, Gospodarek und dann Zickler. 1:3, 56. Minute, da war der Zickler gerade mal 65 Sekunden im Spiel und schon durfte er jubeln, begünstigt durch Uwe Gospodarek, auch wenn es ein Mordbums von Michael Tarnat war. Wie am Dienstag ließ Gospodarek den Ball zu sehr nach vorne abprallen, den muss er zur Seite wegboxen. Alexander Zickler hatte seinen Spaß dran und der Ball war drin. Der Blick auf Giovanni Trapattoni, kurz vor dem Freistoß, kurz vor der Verzweiflung. Ihr macht das verkehrt, Anweisung über Anweisung, so gibt das nichts. Mensch, hört auf mich, ihr müsst das anders machen. Und dann der Freistoß. Erste Reaktion, siehst du Egon? Aber dann verstummte er, 3:1. Hose richten, durchatmen. Es blieb noch eine runde halbe Stunde und ein dickes Kompliment dem VfL, sie gaben hier nicht auf. Darius Wosch, Wosch auf Thomas Reis, Reis, die Zeit begann davon zu laufen. Thomas Reis, heute wurde er 24, hatte Geburtstag, genau wie der Kollege Kracht, der wurde 30. Gleich nochmal der VfL.
Sie wollten es wissen. Das kann doch nicht sein, immer diese Niederlagen gegen Bayern hier im Ruhrstadion. Gülünoğlu und dann Finkner, nu und Juran ist zur Stelle. 2-3, 64. Minute, schnell den Ball nehmen und weitermachen. Über 20 Minuten Zeit für den Ausgleich. Olli Kahn erstaunte immer noch über Finks Fauxpas und den wollen wir uns auch nochmal genau anschauen. Immerhin, Kahn verhinderte noch das Eigentor, aber dann konnte er nicht mehr retten gegen Sergei Juran. 2-3, das Spiel wieder offen, Bochum kam und Bayern konterte, wie hier. Dann gleich Kracht als letzter Mann gegen Janka, da an der Mittellinie, sofort war Schiri Berg zur Stelle und gab Gelb. Da braucht er sich nicht beschweren, das war nämlich Quatsch, hier Gelb zu geben. Thorsten Kracht war klar letzter Mann und wie wir hier sehen, ein klares Foul an Carsten Janka war es auch. Giovanni Trapattoni zeigte es an, es hätte Rot geben müssen. Das war eine klare Notbremse. Bochum marschierte weiter, mitunter etwas ungestüm und überhastet gegen diese konterstarken Münchner. Zickler, da kamen sie wieder. Zickler, schön auf Carsten Janka. Janka, was für ein Pfund Gospodarek rettet zur Ecke. Mehmet Scholl, der direkt folgende Eckstoß. Scholl und Helmer. Die Bayern dem 4-2 im Moment näher als der VfL dem Ausgleich. Bochum riskierte immer mehr und Bayern versuchte zu kontern. Nerling. Dann Zickler und jetzt gleich gegen Thorsten Kracht. Und der Pfiff von Schiri Berg aus Konz ertönte. Wir schauen noch mal genau hin, was da passiert war. Kracht raus mit dem Arm. Klare Sache, faul und das fand auch Super Mario. Und nun, Achtung, Lippen lesen. Runter mit dem, ruft Mario. Thorsten Kracht, auch wenn er heute Geburtstag hatte, eben noch mit Glück davon gekommen. Nur war Schluss. Gelb-Rot in der 81. Minute. Und kurz darauf war auch für alle anderen das Spiel zu Ende. 2-3, wieder kein Heimsieg für Bochum gegen Bayern. Und der Rückstand der Münchner auf den FCK, jetzt nur noch 2 Punkte. Uwe Bornemeier und Stefan Ott mit den Interviews. Thomas, war ein hartes Stück Arbeit für euch da hinten drin in der zweiten Halbzeit. War schwer gegen 12 Mann zu gewinnen, ja. Wer war der 12.? Oh, das hat jeder gesehen im Stadion. Ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, dann muss wohl sagen, dass wir eher benachteiligt worden sind. Gerade bei den Zweikämpfen, wo provoziert wird in der Spitze. Scholl hat es ein paar Mal probiert, dann Janka hat es pauselos mit Thorsten Kracht gemacht. Und der Thorsten kriegt für sein zweites Foul im Prinzip gelb-rot und der Helmer hat schon gelb gehabt und ist dreimal noch mit dem Finger ermahnt worden vom Schiri. Aber das ist der Nationalspielerbonus, der zählt. In den letzten Spielen haben sie sich nicht so wohl gefühlt. Jetzt auch noch eine Verletzung. Das ist eine dumme Pechsträhne für sie gerade, gell? Also, wir haben gewonnen und das ist alles. Fertig. 3-2, ich glaube, das ist schön. Heute, wir haben attraktiv gespielt. Na, ich glaube, dass es nicht alleine an meiner Person festzumachen ist, sondern ich glaube, die Mannschaft hat die Woche am Mittwoch schon sehr gut gespielt. Ich bin erst mit Mario zufrieden, wenn er diese Leistung über 90 Minuten bringt und wenn er nicht nach 60 Minuten ausgetauscht werden muss. Wenn man ihre Tore heute gesehen hat, dann fragt man sich, warum will der Mario nicht zu Berti? Nein, das hat mit Wollen überhaupt nichts zu tun. Ich weiß zwar nicht, was sie wieder mit der Frage jetzt hat wollen, aber ich habe mit dem Bundestrainer telefoniert. Wir haben eine Absprache getroffen, aber die werde ich Ihnen, auf diese Frage werde ich Ihnen diese Absprache nicht mitteilen. Die Frage ist, will er noch nicht oder darf er noch nicht zur Nationalmannschaft? Aber die heutigen 55 Minuten waren alle Male super, Mario. Kompliment an die Bayern.